wir machen heute Pizza heißt auf Italienisch. Facciamo una pizza oggi. Pizza. Ich habe hier im Internet auf einem Foodblog namens Nook and Pantry ein sehr vielversprechend aussehendes Pizzarezept gefunden. Für diese hundertprozentig selbstgemachte Handmade Pizza from Scratch braucht ihr 500 Gramm Mehl. Ich habe hier Dinkelmehl, aber ich bin mir sicher, ihr könnt verwenden, was ihr wollt. Circa 400 Milliliter Wasser, das sind ungefähr 1,5 Tassen voll, würde ich sagen. Ein Backerl Trockengerm, oder für die Deutschen unter euch, eine Packung Hefe, Salz, Olivenöl. Bezüglich Pizzagewürz könnt ihr natürlich verwenden, was ihr wollt. Ich glaube, typisch wäre so Oregano. Wenn wir jetzt vom Teig weggehen Richtung Belag der Pizza, dann ist das natürlich auch sehr variabel, was ihr da drauf tun wollt. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, irgendwas Tomatensoßenmäßiges als Basis. Ich habe hier zum Beispiel so einen Tomatenmark, aber es gibt auch vorgefertigte Pizzasoßen, beziehungsweise kann man das auch ziemlich einfach aus Tomatenpassata selber machen. Was gehört noch drauf? Ja, Käse vor allem. Ich habe hier Gouda-Käse, weil der laktosefrei ist. Ich glaube, der typische Pizzakäse ist eher Mozzarella und die von Nook and Pantry bevorzugen auch Mozzarella. Aber wir sind jetzt einfach rebellisch und nehmen Gouda. Was ich noch drauf tun möchte, ist Schinken. Sofern ihr keine Vegetarier seid, würde ich das irgendwie auch empfehlen. Ich habe hier einen sogenannten Sonnenschinken. Was ich noch drauf tun möchte, was die von Nook and Pantry nicht drauf geben, aber ich mache das jetzt einfach, ist Mais, weil ich finde, auf jede Pizza gehört Mais. Sorry, falls ich da jetzt jemanden damit beleidigt habe. Und was ich auch noch habe, sind Ananasstückchen, ungezuckerte Ananasstückchen. Und wir machen eine Pizza Hawaii, bin ich gerade drauf gekommen. Gut, der erste Schritt laut Foodblog ist, dass man... Moment. Der erste Schritt laut Foodblog ist, dass man den Trockengern in das lauwarme Wasser reinschüttet und ein bisschen stehen lässt, bevor man das Ganze dann mit dem Mehl vermischt. Gut, dann machen wir das. Während unser Germwasser-Mischdings jetzt ein bisschen rastet, können wir eigentlich gleich das Mehl abwiegen. Salz dazu. Unser Pizzagewürz dazu. Und das Ganze dann in die Schüssel, wo letztendlich auch der Teig dann drin sein soll, hineinleeren. Es ist ungefähr 10 Minuten später und was wir jetzt machen, ist, dass wir das Germwassergemisch in das Mehl hineingießen. Und zwar muss man sich da in der Mitte ein Loch machen und das Ganze dann voller Freude hineingießen. Kneten. Ich habe das Olivenöl vergessen. No! Eigentlich gehören laut Foodblog ein paar Spritzer Olivenöl in den Teig, damit er nachher nicht so an der Schüssel klebt. Irgendwie klebt das extrem. Irgendwie, ich glaube, ich tue da noch ein bisschen Mehl rein, weil ich habe echt Angst, dass ich das nicht mehr aus der Schüssel rauskriege dann nachher. Das Problem ist nur, wie... es biegt so. Also... Es ist schon wieder dieses, das mit diesen Foodblogs, es klebt so, es schaut nicht aus wie Pizzateig. Ich werde jetzt da ein bisschen Mehl noch dazu tun. Wenigstens kriege ich das dann aus der Schüssel wieder raus. Also diese Nook and Pantry, die sind wie, wie haben die vorher geheißen? Adam and Joanne? Während der Teig jetzt rastet, können wir die Belagschichteln vorbereiten. Als allererstes würde ich sagen, schneiden wir mal alles. Nämlich den Käse und den Schinken und die Ananasringe.
Laut unseren lieben Foodbloggern müssen wir als nächstes den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Es ist 20 Minuten später und unser Teig sieht so aus. Ich hoffe, es geht. Er ist immer noch ziemlich klebrig. Da! Wieso? Oh Gott! Why? Kennst du das, wenn in so großen Pizza-Restaurants die Köche den Teig so werfen? Ich probiere das jetzt. Gut, dann werden wir jetzt einfach mal Tomatenmark da drauf verstreichen und dann die ganzen Zutaten drauf verteilen und dann ab in den Ofen. So sehen sie jetzt momentan aus. Und ich werde es jetzt in den Ofen geben und mir einen Wecker mal auf, sagen wir, 8 Minuten stellen. Den Wecker stelle ich mir deswegen, weil ich habe echt ein Talent, dass ich Dinge anbrennen lasse. Just saying. Wow! Au, heiß. Schaut voll gut aus. Yay! Wow! Jetzt kommt das Allerwichtigste von diesem ganzen Video, der Taste-Test. Wenn euch dieses Video und diese Pizza gefallen hat, dann gebt mir noch ein Like und vergesst nicht, dass ihr meinen YouTube-Kanal abonniert und vielleicht auch bei den anderen Videos vorbeischaut und wir sehen uns bald! Bye!